Hallo Leute und willkommen zurück zu Mutant. Jetzt hat gerade hier ein bisschen was gehakt. Egal. Machen wir weiter. Wir wollten eigentlich... eigentlich dachte ich, das hätten wir schon alles hier gesammelt. Müssen wir doch nochmal hier ein bisschen abgrasen. Und dann kümmern wir uns, glaube ich, um die Hunde. Wenn, dann... müssen wir mal schauen hier. Hier gibt es nichts mehr. Um die Hunde, die da hinten noch sind. Allerdings müssen wir den Mutter-Wow-Wow... Ja, wenn wir es schaffen. Ich glaube, wir schauen da erstmal rein. Sonst müssen wir vielleicht doch erst die anderen. Aber wir schauen erstmal, was wir hier vielleicht ausrüsten können. Aha, wir können. Ja, kontrollieren, das ist natürlich super. Was können wir hier machen? Das haben wir schon. Weil ich gerade nichts Sinnvolles tun, aber hier ist natürlich beides cool. Wir nehmen das hier. Oh, ja, den kriegen wir nicht weg. Gucken erstmal, dass wir vielleicht die Mutter bekommen. Klingt ein bisschen fies, aber die Mutter kann andere, weitere Hunde rufen. Wenn wir die nicht wegmachen, dann haben wir sowieso ein Problem. Die ist ja hier hinten irgendwo. Da, also die müssten wir zuerst besiegen. Kann man sie auch kontrollieren. Ah, wir probieren es. So, wir wurden natürlich entdeckt. Vielleicht können wir schleichen. Nee, wir können. Das ist ein ungültiges Ziel. Okay, dann müssen wir sie wohl so wegmachen. Dann laufen wir dahin. Ach, jetzt hat sie uns entdeckt. Aha. Okay, vorher hat sie uns nicht entdeckt. Okay. Don't get stupid. So, festnageln können wir sie im Prinzip auch nicht. Sechs Schaden, sieben Schaden. Does that hurt? Ja. Gut. Damit können wir die zwar umhauen, aber mehr auch nicht. Okay, sie wird jetzt... Nein, sie rennt zuerst auf uns zu. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ihr dürft ruhig kommen. Also ihr müsst kommen, wie es aussieht. Okay, dann. Oh, da wäre jetzt natürlich ein kritischer Schaden. Toll, gell? Oh, müssen wir, glaube ich, hier umschalten. Dann kann ich einen anderen nehmen. Ja, der kann auch nicht. Der kann nur rennen und pengen. Na gut, dann probieren wir es halt doch mit Magnus. Vielleicht schafft das ja. Nein, natürlich keinen kritischen Schaden, schade. Dann nehmen wir erst hier Wutzi-Wutz. Toll, der macht einen kritischen Schaden, super. Kann er ein Stück weglaufen? Machen wir doch. Wir müssen die Hündchen ein bisschen laufen, wenigstens. Oh, noch einen kritischen Schaden, okay. Ja, das könnte man fast überleben hier, den Kampf. Ich glaube, wir müssen danach aber auf jeden Fall wieder... okay, den hat es erstmal erwischt. Okay.
Okay, jetzt müssen wir hier doch mal ein bisschen hier wiederholen von den Jungs. Let me help you with that wound. So, komm du erstmal wieder her. Thank you. Müssen wir uns hier erstmal irgendwie einen Weg freischießen. Stay still. I'm gonna patch you up. So, die sollen sich von mir aus mit. Now it's getting fun. Okay. Bormin, du, oder? Ja. Da ist es, glaube ich, ihm ist es, glaube ich, egal. Weil er absorbiert sowieso gerade alles. Das war amazing. Das war awesome. Der hätte ich auch allein da reinschicken können, ey. With me. Gut. What do these freaks want? What is this? Weapon they were talking about back there. I've heard the same boogeyman stories you have. Haben wir da hinten einen Hund gehabt? Muss auf jeden Fall ins Inventar schauen. This shit gives me heartburn. Do these relics happen to kill large amounts of people? Okay, da könnten wir weitergehen. Okay, die Hunde hätten wir weg. Schauen wir doch mal ein bisschen weiter. Gucken, ob wir da mal ein bisschen pimpen können. Dass wir es denn leichter haben. Was haben wir hier? Okay. ...50% kritische Trefferchance bei Schüssen von erhöhter Position. Naja. Also da bräuchten wir auf jeden Fall weniger Medipacks, gell? Ja, eine Runde lang unbesiegbar ist. Aber wir nehmen erstmal das. Oh, hier kann ich die da nehmen? Nö. Schade. So, was haben wir denn hier? Achso, ich sehe jetzt gar nicht, wie viel Packs ich habe, gell? Okay, gehen wir mal weiter und gucken uns mal um, was wir da hinten noch haben. In die Richtung müssen wir sowieso. Ja, hoffe ich auch. Da haben wir einen Zug auf jeden Fall. Die Metallfelder. Okay. Schauen wir mal. So, hier unten. Biohazard, Quarantäne, so. Ja. Kann super lesen. Egal, wir schauen uns im Auge. Oh, okay. The largest building. Someone is in trouble. Weißt du, da steckt jemand in Schwierigkeiten? Oh, nee, das ist aber so ein blöder Bot. Okay, da ist jemand drin.
Ja, ich müsste mich halt mit allen dann anlegen, weil ich die nicht mit den leisen Waffen wegkriege und das nervt mich schon ein bisschen. Police Bot. Ich weiß gar nicht, ob denn alle kommen. Also natürlich total nervig. Ich könnte mal da irgendwie durch. Aber vielleicht sollte ich da bloß mit einem reingehen. Look. Holy shit. That's a mutant like us. Never seen her before. Ein Fuchs. Eine Füchsin. Not that I needed help. I was just getting my second wind, you know, but I admire your fighting skills. You need skills like that in the zone. Especially against air control machines that want to quarantine you. Whatever that means. Hey, we're some straight up machine killing freaks. That's how we roll. What's your name, lady? The name's Pharaoh. Don't ask me where I got it from. I don't quite know, really. I was raised in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world. But meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect? Mate, the Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. We need a fighter like you on our side. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Ja, prinzipiell eine gute Idee. Ich kann aber nur... Ich kann ja nur drei mitnehmen immer. Das heißt, da muss ich jedes Mal einen aussortieren. Das schmerzt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber ich glaube, wir sammeln hier erstmal. Hier gibt es schöne grüne Kisten. Da ist ein Police Bot. I sense there's something valuable in here. Oh, tolle Rüstung gefunden. Klar, nehmen wir die mit. Aber da noch grünes. Eine Notiz. Ingmars Tagebuch, Seite 153. Die jungen Subjekte entwickeln sich schneller als erwartet. Während unserer Reise zu der Anlage sind wir auf einen Trupp marodierender Vollstrecker gestoßen, die sofort das Feuer auf uns eröffnet haben. Die Subjekte konnten sie allerdings mühelos ausschalten. Die Kinder übertreffen meine kühnsten Erwartungen. Wäre das Oberkommando nicht so engstirnig, könnte die Erde bald wieder uns gehören. Dr. Ingmar Edison. Ui. Nur Verrückte hier. Die Police Bots nerven mich hier ein bisschen. Die eindeutig zu viele. Ah, ich finde es immer toll, hier rumzuschleichen. Da ist auch noch was Grünes. Ui. Puh. Das kriegen wir noch. Oh, ein Schlüssel. Okay, das ist schon mal gut. Schlüssel ist toll. Spread out. With me. Gucken wir uns da hinten noch mal ein bisschen um. Okay, da sind mir da noch ein bisschen zu viele. Da muss ich mir noch ein bisschen aufpimpen. Außerdem wollen wir ja gern mal die Füchsin auch mal sehen. Ich glaube, wir gehen mal zur Arche zurück und füllen mal unsere Packs hier auf. Gut,
wir haben jetzt sozusagen den Leichenfresser Schweini. Der könnte vielleicht noch hier ein bisschen ausrüsten. Und dann rüsten wir mal noch unsere Kameraden aus und dann schauen wir mal weiter hier. Zu den Metallfeldern. So. Zur Arche. Let's go. Your search for Hammond leads you deeper into the zone. You are seeing things I've never told you about. Strange things. I have withheld certain facts from you. Because, well, your innocence gives you hope. And the Ark needs hope. But you ask questions. So I will give answers. When the world fell apart, a few of humanity's best and brightest constructed hidden bases where they could survive. These bases were called enclaves. One was deep beneath the ground, another at the bottom of the sea, a third orbiting the planet. The best and brightest, trapped inside their enclaves, grew paranoid, then hostile. They created machines that did everything for them. Metal monstrosities that granted their every wish, except immortality. The ancients' best and brightest all died. But their machines remain. Tja. Farewell. Remember your elder's guidance. Gut, schauen wir mal in den Laden, ob es da was Neues gibt. I was a stalker for 20 years. Spent quite some time out there. One night we were south of the Ark on patrol. We went inside an ancient building that was filled with grog. Giant metal vats of grog. When we drank it, we thought we died and went to space. I could never find that place again, no matter how hard I tried. Tja, schade, ne? Wäre bestimmt lustig, aber wir schauen mal, dass wir hier noch ein Medipack kriegen. Weiß immer noch nicht. Ah, da oben steht meine Medipack-Anzahl. Also 5 brauche ich auf jeden Fall. Bye now. Geht unser ganzer Schrott eigentlich nur für Medipacks drauf? Someone told me they saw a machine that walks on 2 legs out there. Looks like a metal man, they say. Hey, I'm not surprised. The ancients left behind a lot of wacko stuff. Seeing wacko stuff a lot lately. So, haben wir denn irgendwas? Ein Haufen Rambinos. Der ist sozusagen schon voll ausgerüstet. Wir haben hier auch keine Objekte. Und hier haben wir ein Objekt. Ja, größere Reichweite brauche ich für das Ding eigentlich nicht. Ja, wenn ich das drauf mache, habe ich ein bisschen mehr Reichweite. Na gut. Machen wir halt mal so. Das machen wir auch mal. Da kann ich nur eins einbauen. Ja, toll, wir haben genau 59. Bye. Okay, wir mal schauen, wie es mit der Füchsin hier aussieht. Was die so alles kann. Werfen, Gesundheit, die hat eine relativ hohe Gesundheit, die Pharaoh. Eine Pumpe. Granaten.
Granaten haben wir eigentlich auch genug. Sollten wir mal einsetzen wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob alle irgendwas haben. Sie hat keine Waffe. Er hat ja Waffen. Okay. So, schauen wir mal die zwei hier. Die sind mir echt ans Herz gewachsen. 1-3. Mhm. Zwei, vier. Okay, wir tun jetzt mal alles ausziehen. Und kümmern uns erstmal um die Mutationen. Was kann die Dame denn? Deaktiviert, schleichen. Okay, wir nehmen deaktivieren. Wir nehmen erstmal das hier. Boah, die kann auf jeden Fall kritischen Schaden machen. Das ist schon mal richtig geil. Doppelter kritischer Trefferchance bei Schüssen aus dem Versteck. Das wäre auch gut. So. Hätten wir noch 4 Punkte. Oh. Okay, da wir jetzt so viele geile Charaktere haben, müssen wir erstmal schauen, dass wir hier die richtigen auswählen, wenn es wieder rausgeht in die Zone. Wir werden ihr jetzt erstmal, ich glaube, wir werden sie mal mitnehmen, obwohl der Magnus auch richtig geil ist. Aber ich möchte aber von meinen zwei hier eigentlich keinen aufgeben, obwohl sie die bessere Scharfschützin ist. Na. Ja, ich weiß, müssen Primärwaffen, okay. Dann nimm einfach diese. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden uns sehen beim nächsten Mal und dann geht's weiter ab in die Zone und tschüss.